Die zweithäufigste Frage, die mir gestellt wird, neben der Feststellung, dass ich unverschämt hübsch sei, ist, ob Klaas und ich auch privat gute Freunde sind. Die ehrliche Antwort? Ich weiß es gar nicht so genau. Können Klaas und ich überhaupt normale Freunde sein? Seit 7 Jahren haben wir zwar beruflich miteinander zu tun, aber unsere Hauptaufgabe ist es, uns gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen. Gibt es da Platz für Gefühle jenseits von Hass, Wut und Hass? Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist es, ein Abenteuer zu wagen. Kein Wenn-ich-du-wäre, kein Aushalten, nur ein simpler Ausflug unter Freunden mit dem klaren Ziel, Spaß. He was a friend of mine. Wir fahren heute mit diesem wunderschönen Gefährt raus aus der Stadt und gehen zelten. Richtiges Abenteuer, Quality Time. Wir müssen Momente schaffen, die da oben nie wieder rausgehen. Mal wieder diese Zeit miteinander verbringen. Ja, dieses Knuddeln und dieses Miteinander rumhängen. Da hab ich Bock drauf. Ich habe einen Brief bekommen von Joko. So sieht er aus. Lag auf meinem Schreibtisch. Und es ist eine Einladung. Hier steht: Lieber Klaas, hiermit lade ich dich herzlich am Dienstag zu einem Überraschungsausflug ein. Wir treffen uns um 11 Uhr vor dem Spielplatz. PS, die gute Laune nicht vergessen. Klaas weiß, dass wir ihn abholen, aber er weiß nicht, was wir machen. Ich bin heiß. Was machen wir heute? 1, 2, 3. Quality Time. Auf geht's. Meinst du, der hat Bock auf Zelten? Natürlich, jeder hat Bock auf Zelten. Ich möchte nicht raus. Ich habe keinen Bock, den ganzen Tag an der sogenannten frischen Luft zu sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es romantisch wird. Wenn es uns kalt wird, kann es sein, dass wir in einen Schlafsack gehen. Kann sein. Was wäre so ein Lieblingsüberraschungstag für dich? Kino. Alleine. Hey, komm rein. Lassi! Hey, komm rein! Möp, ja? Wie geht ab? Jo, nix. Ich hab sogar noch eine Badehose eingepackt. Ja, wer weiß. Soll ich ihm schon sagen, gerne? Beste, kommt jetzt. Ich habe ein Zelt mit. Wir. Du, ich. Wir gehen zelten. Mehr kommt nicht. Das war's. Bereit? Jo, lass mal. Wollen wir los? Wir wollen los. Ab in die Natur? Ab in die Natur. Zelten? Ah, bitte. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga. Ist das ein longes day, sag mal bitte. Was ist das für eine Frage? Ich gebe mir so eine Mühe und du fragst gerade das Team, ob es ein longes day wird. Wir beide wollen einen schönen Tag miteinander verbringen und du vergleichst es mit einem longes day. That you like piña coladas. Läuft bisher nicht so gut. Wir arbeiten noch dran. Ich wollte dich so ein bisschen kitzeln heute. Ich wollte, dass du getraut bist. Klaas Misstrauen irritiert mich. Scheitert unser Abenteuer noch vor dem ersten Pinkelstopp auf der Autobahn Richtung Harmonie? Ich spiele direkt die ultimative Freundschaftstestkarte. Opferbereitschaft. Aber darf ich noch eine Bedingung stellen für den heutigen Tag? Ja, oder wann? Einfach mal würde ich mich freuen, wenn du einen Tag nicht raus. Mir zu lieben. Ja oder nein? Ja. Ist doch cool. Brauche ich auch nicht. Ja. Ein positives Zeichen. Endlich sind wir emotional auf der gleichen Ebene. Ich spüre, wie die Anspannung unseres beruflichen Alltags abfällt und Kollege Fun die Bühne betritt. Können wir ein Spiel spielen? Was für ein Spiel? Wir können zum Beispiel spielen. Weiß ich, fällt dir ein Spiel ein? Wir haben früher mal das 20-Fragen-Spiel gespielt. 20 Fragen heißt, du hast 20 Fragen Zeit, auf das zu kommen, was ich mir ausdenke. Also ich denke mir was und du stellst. Was denkst du dir? Eine Person zum Beispiel. Okay. Denkst du an H.P. Baxter? Ja. Nee. Keine Musik mehr. Keine Musik mehr. Nicht. Nein. Machen wir nicht. Warum nicht? Ich habe selber was dabei, wenn wir Musik machen wollen. Können wir das mal mit Bob Dylan spielen? Hey, Mr. Tambourine Man, blow me up.
Ja, können wir nicht auch doch Musik anmachen, bitte? Hey, Mr. Tambourine Man! Ah, ist schon eine schöne Landschaft eigentlich. Ich finde es immer geil, wenn man weit gucken kann. Ja, aber auch wenn man hier wie auf der anderen Seite nicht so weit gucken kann. Weißt du, links? Ich mag einfach jetzt die Jahreszeit, weißt du, wenn die Blätter gelb werden. Ja. Nee, das ist schon schön. So ein goldener September, das hat schon was für sich. Jetzt machen sie ja Rauch. Hä? Der riecht nach Rauch. Das ist die alte Kiste, weil ich jetzt Fenster aufgemacht habe. Das kommt hier vom Auspuff irgendwie. Das stinkt wahnsinnig, ne? Ja. Boah, du, stinkt das. Müssen wir kurz runter. Boah. Das riecht richtig krass nach Rauch. Alte Kiste. Du hast nicht eine geraucht. Nein, ich habe nicht eine geraucht. Du hast eine geraucht. Du hattest keine Zigarette in der Hand. Nein, ich habe nicht geraucht. Das ist mir zu blöd, wirklich. Junge, das. Ich fahre nicht weiter. Abermals schleichen Zweifel in meine Gedanken. Wie soll diese Pflanze namens Freundschaft erblühen, wenn sie mit Lügen gegossen wird? Olaf, geh immer aus dem Bild, er soll ruhig sehen, wie traurig ich hier sitze. Vielleicht will ich aber auch zu viel auf einmal und erdrücke Klaas mit meinem gigantischen Herzen aus Zuneigung. Entschuldigung, so. Vergeben, vergessen, so. Wir können was machen, wo du wieder gute Laune kriegst. Okay. Olaf verarschen. Wir sagen jetzt einfach Olaf, der soll Schnittbilder machen und dann hauen wir ab. Zeit da lang, oder? Ja. Läufst du, Olaf? Ich laufe. Okay. So, halt mal hier schon mal. Olaf, komm! Weiter. Weil wir uns gerade gestritten haben, müssen wir was machen, damit wir besser jetzt eine bessere Laune bekommen. So, halt. Am Witz, komm rein. So, und jetzt. Sorry. Ja, die Karre, die läuft ja ab. Die Karre läuft mir sonst ab. Ja, okay, stopp, okay. Wir können hier nicht weitermachen wegen der Autobahn. Weiter. Na komm, steig ein. So, okay. Einmal, komm jetzt, los! Komm, wir können hier eh nicht, hier sind Autos. Ja. Ups! Ich fahr da rückwärts, ja? Nun komm, nein, jetzt lass ihn einsteigen. Komm, komm rein, ich muss im Motor, lassen. Komm, komm rein! Scheiße! Ah, ja, ja, ja. Nein, nein, nein! Nein, oh. Ja, gut. So, jetzt die Stimmung noch wieder besser, oder? Wir fahren zum See. Wir fahren zum See. Zu dem schönen Campingsee. Die Laune ist auf dem Höhepunkt. Nur noch wenige Stunden trennen uns von der perfekten Campingnacht am See. Ich glaube, das ist der Beginn von etwas ganz Großem. Junge, ich habe keine Zeit heute. Ich muss um 18 Uhr nach Hause. Brett, heißt das, du willst mich alleine campen lassen? Nee, ich würde vorschlagen, wir campen halt nicht, ne? Also, oder wann anders, ne? Ich wusste nicht, dass dein Ausflug da über Nacht geht. Wusste ich nicht. Ich dachte, das wird ein Tagesausflug. Natürlich könnte ich jetzt schon wieder enttäuscht sein. Aber vielleicht ist Lektion 1 unseres Freundschaftsabenteuers folgende. Manchmal muss der eine Freund für beide gleichermaßen stark sein. Ich habe eine Idee. Friendship is rare. Do you know what I'm saying to you? Friendship is rare. Warum muss man an den See, ne? Und warum muss man die ganze Nacht machen? Wir nutzen jetzt einfach das bisschen Zeit, was wir noch haben, und machen alles, was wir in Zelten machen. Okay. Lagerfeuer, singen, Bier trinken, Leiche suchen. Leiche suchen? Ja, Leiche suchen. Er meinte in dem Laden, wo ich das gekauft habe, meinte, das ist so ein Wurfzelt. Das ist kaputt. Ah, sag mal, hau jetzt ab. Ich bin jetzt aggressiv auf dich. Ich möchte mich entschuldigen. Geh weg. Frauen. Man kann nicht mit ihnen. Man kann nicht ohne sie. Schon verrückt, ne? Wollen wir eine Leiche suchen gehen?
Nur eine Leiche. Die lag ja gerade eben noch. Jetzt ist sie weg. Weißt du, was du mal machen kannst, das ganz gemütlich ist? Du gehst mal ins Zelt rein. Ich spiele dir hier draußen noch so ein Lied. Und dann kannst du dir vorstellen, dass wir irgendwo mitten in der Natur sind, an einem See. Ja? Hörst du? Ich höre. Okay. Hör schön zu, mach die Augen zu, ja? Voll gut. Muss sehen. Ich glaube, der musste los. Sagen, machen wir Feierabend, oder? Wenn man mich nach dem heutigen Tag fragt, ob Klaas und ich privat befreundet seien, dann würde ich antworten, noch nicht. Aber diese 8,5 Minuten Camping waren schon mal ein guter Anfang. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg.